Seit einigen Jahren werden die Tischlereitechnikerinnen und Tischlereitechniker an der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik ausgebildet. In der vierten Klasse wird ein Projekt im Unterricht verwirklicht, das am Ende des Lehrganges präsentiert wird. Im Zuge dieser Projektpräsentation ergreifen ehemalige Schüler und Schülerinnen die Gelegenheit, an die Schule zurückzukehren. Im Gespräch mit den ehemaligen Schülerinnen und Schülern entsprang die Anregung, eine Projektarbeit bereits in einer früheren Schulstufe zu etablieren, da die Art und Weise des Unterrichts den Schülerinnen und Schülern einen wesentlichen Mehrwert an Selbstständigkeit und eigenständigen Wissenserwerb gebracht hätte. Aus diesem Grund wurde das Projekt Café Olé mit einer Gruppe der 2A Tischler durchgeführt und mit Bezug auf die Selbstständigkeit und den eigenständigen Wissenserwerb evaluiert. Um das Projekt in einer möglichst praxisnahen Art und Weise durchzuführen, wurde seitens der Direktion ein Auftrag erteilt. Es musste für das Kompetenzzentrum Holzbau, welches sich in der dafür optimalen Bauphase befand, ein Nischenverbau für den Aufenthaltsraum gestaltet werden. Schnell war klar, dass es eine Kaffeeküche werden soll. Nach einer Entwurfsphase konnte in einem Verkaufsgespräch mit dem Kunden Planungsdetails und eine Materialauswahl fixiert werden. Im Anschluss wurde mit der Fertigung im Praxisunterricht begonnen. Während der Fertigung wurden die Schüler in Teams aufgeteilt. Je ein Team durchlief die Arbeitsschritte an der Maschine. Die restlichen Schüler arbeiten währenddessen selbstständig im Bankraum am Projekt. Nachdem das Werkstück produziert wurde, konnte mit der Montage begonnen werden. Hier musste die Zusammenarbeit mit verschiedenen Gewerken koordiniert werden. Selbst diese Herausforderung konnten die Schüler nicht davon abhalten, das Projekt rechtzeitig fertigzustellen und in einen Abschlussvortrag dem Kunden, in unserem Fall der Direktion, das Erlernte präsentieren.